Komm schon, aber ich hätte richtig Freude. Ich hätte richtig, richtig Freude, wenn jetzt etwas Legendäres kommt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kapo Games Kanal. Und heute sind wir wieder mal in Top Me und das Southeast Asia Egg ist hier. Und ja, hier steht ja Released und nicht mehr ein Countdown und es ist das meine Aufgabe hier. Und hier steht Navigate to the Gambling Machine. Wir finden Nursery und die ist einfach eben dort hinten in der Nursery und da ja, können wir da auch sonst hinlaufen. Wir müssen einfach in die Nursery gehen und jetzt schauen wir uns mal das neue Southeast Asia Egg an. Und wir können uns auch drei kaufen, um die dann gleich zu öffnen. Also bleibt auf jeden Fall dran, wir werden dann noch Eier öffnen. Und ja, eben hier ist das neue Ei. Hier ist die Maschine mit dem neuen Ei drin. Und bei dieser Person hier, da seht ihr zum Beispiel auch das Ei. So sieht das ganze Ei aus. Ja, finde ich ganz gut gemacht. So ein bisschen Federn vielleicht oder etwas in welche. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber es sieht jedenfalls recht gut aus. Und leider. Ist die Chance auf die legendären Pets ein bisschen gesunken. Man sieht es hier kaum, aber es sind nur noch 4% und vorhin waren es 5% hier. So, jetzt sind es nur noch 4% und vorhin beim Japanek waren es 5% auf die legendären Tiere, aber ja, egal. Nicht so schlimm. Und dann kaufen wir mal uns ein Ei. Und ja, kaufen wir gerade gleich alle drei. Das Southeast Asia Egg für 750 Bucks immer noch und gekauft. Und dann noch das zweite und noch das dritte. Und so haben wir drei solche Southeast Asia Eggs. Und ja, schaut mal, wie schön, wenn man geht, dann drehen die sich so. Dann, so, ihr seht, es sieht doch wirklich sehr gut aus. Also ich bin sehr überzeugt von diesem Ei. So, alle drei Southeast Asia Eggs sind ausgewachsen. Und dann lassen wir die mal schlüpfen. Und was denkt ihr, bekommen wir schon etwas Legendäres aus dem ersten Ei? Und es ist am Schlafen. Komm schon, bitte. Wenn jetzt schon etwas Legendäres kommt, dann weiß ich nicht mehr, dann raste ich wirklich aus. Dann rast dich aus, wenn etwas Legendäres jetzt schon schlüpft. Dann rast dich aus, wenn jetzt etwas Legendäres schlüpft. Komm schon, aber ich hätte richtig Freude, wenn jetzt etwas Legendäres kommt. Ich weiß auch nicht, was die Pets sind. Eine Schlange, okay. Eine Yellow Lived Secret und der ist sogar ultra selten, glaube ich, habe ich mal gemeint. Nein, der ist ungewöhnlich. Okay, habe nichts gesagt. Dann das nächste Ei, muss dann noch trinken. Und dann ist es zum Trinken. Und ja, ich sage mal, das wird etwas Rares vielleicht. Ja, etwas Rares könnte sein. Und ein, der Vogeldach, was eben gar nicht so reiner ist. Ein Bali Sterling, du weißt gar nicht, was er auf Deutsch heißt, aber ich schaue dann mal noch nach. Und der ist häufig, ein bisschen schade, aber ja, egal, machen wir weiter mit dem, nenne ich den Japan-Egg, da diesem Southeast Asia Egg. Und dann soll das mal, ja, was muss das für das? Das muss einfach duschen, dann soll es einfach duschen und ja, trinken wir mal zwischendurch etwas noch. So, und nein, nichts, ja. Egal, verklickt. So, deswegen geht es dann nochmal in die Dusche und was schlüpft raus? Ein, okay, ein Affe, ein Black Mac. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ja, und der ist ultra selten, sehr gut, und ja, bin echt zufrieden mit den Pets, die ich bekommen habe, und dann schauen wir uns die Pets sonst noch an, die wir sonst bekommen hätten können, also, ja, es sind 12 Pets, die man bekommen kann, und ja, dann schauen wir uns die kurz noch an, und das können wir im Journal machen, und Origin, das ist ja der S. Dann müsste es hier irgendwie hier unten irgendwo sein. Da irgendwo in dieser Umgebung. Da, Southeast Asia Egg 2023. Dann haben wir jetzt meinen Bali Starling und der ist häufig. Und dann ja in Neonleuchten einfach so der Schwanz und die Federn hinten am Rücken, so am Rücken so ein bisschen und ja, die schwarzen Teile vor allem noch, die er an den Flügeln hat auch. Und vorne der Schnabel, doch der Schnabel leuchtet auch noch und im Mega Neon so. Ist doch gut. Ja, sieht ganz okay aus, ist okay. Dann haben wir noch den Black Macaw. Und der ist ultra selten und den Neonlicht. Oh ja! Ja! Das sieht so schön aus. Sorry, aber es sieht wirklich so schön aus. Sieht sehr gut aus. Einfach so der eine Teil, glaubt einfach so schön weiß. Das sieht sehr gut aus. Und der Mega Neon natürlich auch top. Der ist ultra selten. Sehr gut. Die Yellow Lived Secret, das ist eine Seeschlange. Und die habe ich ja auch schon gesagt, was für eine ist irgendwie. Weiß auch nicht mal genau in dem anderen Video und in Neon so. Ja, ein bisschen
schwächer, aber finde ich ganz okay, ist okay, ein bisschen ein filigraneres Tier, aber okay, kann man noch machen und ist ungewöhnlich. Und die wir dann nicht hatten, die Pets, Banded Palm Civet, der ist ungewöhnlich. Und die Neon, okay, das sieht doch ganz gut aus. Einfach so ein, ja, helles Neonblau und die schönen Streifen, ja, das gefällt mir dann auch ganz gut. Finde ich ganz gut gemacht, so sieht gar nicht mal so schlecht aus. Doch, das sieht sehr gut aus, sehr, sehr gut. Und ja, dann noch den Binturong, den wir schon hatten. Und der ist auch ultra selten, okay. Und in Neon, ein bisschen schwächer, aber immer noch sehr gut. Schwarz und Orange passt sehr gut zusammen. Leider der Bauch und nicht oben, aber doch. Und das Gesicht ein bisschen, glaube ich, sogar noch. Ja, das Gesicht auch noch. Ja, doch, das sieht auch gut aus. Bin ich zufrieden, ein bisschen komisch teilweise, aber ja. Okay. Dann haben wir noch den Gecko und der ist rar. In Neon so, doch, finde ich nicht schlecht, aber es hätte besser sein können, sagen wir es mal so. Es hätte besser sein können, die Farbe finde ich ein bisschen matt und ich finde ihn fast noch schöner in normal als in Neon, aber ja, egal. Dann haben wir noch den Komodo Dragon und der ist auch ultra selten und doch, das sieht auch wieder gut aus. Das sieht gut aus, so ein pinkiger Bauch und pinkige Füße und das Gesicht schauen wir auch noch kurz an, das sehen wir jetzt noch nicht. Jedenfalls die Augenbrauen und der die Zunge sind dann auch noch Neon, sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch den Malaysian Tapir. Und der ist so, ja doch, das sieht auch gut aus. Ist zwar häufig, aber doch, das sieht sehr gut aus. Ein bisschen viel, ich nehme schön, wenn so viel, möglichst viel soll laufen in Neon, ja. Und das sieht auch ganz gut aus, die Grün, die Farbe Grün passt auch sehr gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir noch den Maleobird. Und das ist ein häufiger. Und der sieht in Neon, ja! Oha, dass die schönen, also die häufigen Pets so schön sind, das hätte ich nicht gedacht. Das sieht fast so aus wie hat der mal geheißen? Ich weiß auch nicht, aus dem Winterupdate, das teuer war, sieht fast gleich aus, also zumindest in Nicht-Neon. Und sieht sehr, sehr gut aus. Dann haben wir noch den Nugget Dragon, der ist sicher, der ist garantiert legendär. Und ja, er ist auch legendär und das ist so ein. Ja, so ein, ich weiß gar nicht, was genau für ein Drache ist, aber es ist eben aus der Mythologie und in Neon, ja, das sieht so gut aus, das sieht wirklich gut aus, aber so sieht er fast noch schöner aus, also ein bisschen mehr farbiger und so verschwindet er ein bisschen, aber nicht schlimm, so sieht es natürlich dann wieder sehr gut aus. Und dann haben wir noch den Tarsier und der ist rar und in Neon leuchtet einfach so das Zeug violett, das sieht doch ganz gut aus, der Schwanz und die Arme, die Ohren und die Füße, das sieht doch ganz gut aus. Und dann haben wir noch das Three Kangaroo und das ist legendär, auch das ist auch legendär, sehr gut. Und in Neon leuchtet es so pink und der Schwanz leuchtet teilweise einfach und die Füße und die Ohren und das Gesicht schauen wir jetzt nochmals kurz an. Die Nase leuchtet auch in Neon, also sehr gut gemacht, wirklich, die Pets gefallen mir sehr gut. Ja, wirklich auch in Neon sind die Pets sehr gut. Mehr kann ich euch gar nicht mehr so zeigen und ja, dann würde ich sagen, war es auch für heute mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst mich doch gerne mit einem Like und einem Abo wissen und dann später mal öffnen wir noch irgendwie ein paar von diesen Southeast Asia Eggs und jetzt sage ich nur noch Ciao!